Eine neue Folge, heute wieder bei den Simpsons und heute machen wir den Endschluss und zwar machen wir die Tour bei den Simpsons Haus. Von daher gab es jetzt erstmal zum Anfang wie gewohnt jetzt erstmal kein Musikvideo, denn es ist ja eine Haustour und wie wäre die Haustour, wenn wir da einfach, würde ich mal sagen, erstmal alles zeigen. Also gehen wir rein und gucken mal, wie die Simpsons so leben in Minecraft. So, dann wollen wir mal natürlich anfangen jetzt hier mit der Tour. Natürlich hier vorne kennen wir alles von Simpson im Briefkasten, das Simpson Auto, ne, das ist ja hier alles so geblieben. Dann wollen wir mal reingehen. Ich glaube, der Schlüssel steckt immer noch unter der Fußmatte. Und dann gehen wir mal rein hier. Natürlich beginnen wir erstmal hier in unseren riesigen Flur reinzukommen. Ne, wir können hier erstmal unsere Jacke aufhängen, können uns natürlich auch schon die Familienfotos angucken, die ja an der Wand hängen. Aber nach oben gehen wir erstmal noch nicht. Wir gucken uns noch ein bisschen mehr den Flur an. Natürlich hier so ein kleines Bücherregal steht da auch meistens hier irgendwie. Und dann haben wir natürlich auch noch den legendären Schrank, wo die Simpsons ihre ganzen alten Spiele haben. In ein, zwei Folgen war hier auch unten ein Badezimmer drin. Ich frage mich aber, wie die Simpsons hier ein Badezimmer unten reingekriegt haben. Naja, dann wollen wir mal ins Wohnzimmer gehen. Wir kennen es ja, ne? Die hatten ja hier auch einen Kamin, einen Klavierstand dran. Und dann auch, sage ich mal, einige Regale, ne? Also die kann man sich dann hier so ein bisschen verteilen. Ich habe auch ein bisschen ein paar Vorhänge mir gemacht, mit Banners einfach mal simpel, weil in den meisten Zimmern hängen halt einfach Vorhänge und in Minecraft können wir die halt mit Banners super darstellen. So, dann haben wir hier natürlich das erste Wohnzimmer, dann gehen wir mal gleich ins zweite, wo natürlich hier unsere Couch ist, die ja eigentlich in jedem Intro von den Simpsons mit bei ist. So eine kleine Lampe daneben, natürlich hier so das Foto jetzt, sage ich mal, von diesem Boot, was über ein Simpsons-Haus hängt, also über Simpsons-Haus, über die Simpsons-Couch hängt. Das haben wir natürlich jetzt nicht in dieser Textur. Dann nehmen wir einfach irgendwie so ein Bild, was man da, sage ich mal, mit verwechseln könnte. Dann haben wir natürlich noch den kleinen Fernseher. In den neuen Folgen haben sie eigentlich auch einen Plasma-Fernseher, aber ich finde irgendwie den alten, den Röhrenfernseher irgendwie besser. Ja, dann haben wir natürlich hier hinten noch so eine Soundanlage bei den Simpsons, ne, wo sie ja ihre ganzen alten Platten-CDs und sowas alles hier haben. Und ja, und von diesen ganzen Wohnzimmern kommt man dann natürlich auch noch in die Küche, na, da wo Marge natürlich den Kochlevel schwingt. Ich habe mir hier also versucht, das Ganze so gut es geht, halt an die Folgen so anzupassen. Ne, wir haben auch hier noch so einen Toaster, ne, kann man ja immer so einen Enderdrachenkopf nehmen dafür. Und wir können ja auch Gegenstandsrahmen jetzt auf Blöcken oben drauf platzieren. Da könnte man ja auch sagen, ist ein Teller oder ein Tablett oder sonstiges, was man halt da machen kann, ne. Guck mal, hier haben wir noch ein paar Cookies, ja, ein Braustein, Kaffeemaschine, sollte eigentlich auch mit bei sein, ne. Ja, und dann haben wir hier eigentlich auch die Küche schon so gut wie durch. Na, man kann ja auch noch einen Mülleimer machen. Guck mal, ich kann mir hier so drauf, so einen Mülleimer zu machen mit einem Kompostierer. Ne, da kannst du ja wirklich deine Essensreste reinpacken und am Ende kriegst du ja ein bisschen Knochenmehl. Finde ich eigentlich eine coole Idee, eigentlich sich sowas eigentlich überhaupt immer mal in seine Küche zu platzieren. Ja, dann haben wir hier die Simpsons-Küche. Wir kommen natürlich dann hier auch ins Esszimmer, aber da gehen wir gleich später durch. Wir gehen erstmal hier noch weiter. Wir haben jetzt hier unten natürlich ein kleines Badezimmer. Ist wirklich ein kleines Badezimmer, Toilette und Waschbecken. Das reicht hier völlig aus. Dann geht's weiter. Wir haben noch unten ein Spielzimmer. Das sieht man eigentlich nie in der Folge. Ist aber, sag ich mal, im Grundriss vom Haus der Simpsons mit drin. So ein kleines Spielzimmer, ne, für die Kinder. Beispielsweise Maggie verbringt hier dann Zeit, ne. Hier so ein bisschen Spielzeug, was sie hier überall haben. Ja, und dann gehen wir mal weiter. Und zwar kommen wir auch noch hier in den Keller rein. Der Keller ist natürlich auch noch so ein Feature, was bei den Simpsons auch so ab und an ganz woanders gelegen ist. An sich befindet der sich unter unserer Garage. Und hier habe ich versucht, so ein paar Folgen mit einzubauen. Ne, wir haben hier unten natürlich die Wäschemaschine von Marge. Wir haben hier den Wasserboiler. Wir haben hier auch noch so ein Faltbett, weil manchmal ja, hatten die Simpsons hier oft Gäste im Keller zu Besuch, die dann hier kapiert haben. Also die haben die immer echt im Keller untergebracht. Wir haben Bänder hier. Vielleicht kennt ihr noch so eine Folge. Die haben ja so Kooperationen gemacht. Mal mit Family Guy, mal mit Futurama. Ne? Und da war ja Bänder auch mal da. Und den habe ich einfach mal im Keller gepackt, weil die Simpsons haben ihn auch später einfach im Keller immer liegen lassen. Ja, ja, was gibt es noch so? Natürlich so ein bisschen Deko-Zeug kann man sich hier so ein bisschen platzieren. So Anlehnungen an Folgen kann ich so ein bisschen machen. Und dann gibt es auch noch eine Folge, wo Marge unten mal eine Sauna entdeckt hat. Und die habe ich einfach mal hier auch so gemacht. Ne? So mit Brettern noch zugenagelt. Da können wir natürlich hier reingehen. Dann haben wir hier die Sauna. Ne, vielleicht hier noch so ein, ja, so ein Tuch, ne, so ein Handtuch, was man hier, sage ich mal, noch hat. Ne, zur Not, wenn man hier nicht nackig sitzen möchte. Und ich habe mir auch so gemacht, dass ich dann hier, sage ich mal, zack, den Dampf anmachen kann. Ne, wenn man möchte, kann man ihn auch wieder ausmachen. Ne, dass man hier wirklich eine, also so ein Gefühl für die Sauna hat. Habe ich extra nochmal geguckt in der Folge. Ne, das ist ja hier Springfield Sauna. Ich weiß nicht, warum das genau Springfield Sauna steht. Vielleicht hieß mal die Firma so. Naja, so, dann wollen wir natürlich hier die Sauna auch wieder verschließen. Soll ja hier keiner auf den Gedanken kommen, unsere private Sauna zu nutzen. So, dann gehen wir erstmal wieder hoch in unsere, ja, in unseren Räumlichkeiten. Aber bevor wir jetzt, sage ich mal, ins nächste Stockwerk gehen, gucken wir nochmal uns die Garage an. Die war ja eigentlich ziemlich möglich. Man kann sie sich natürlich bei den Simpsons auch ziemlich vollmühlen. Aber ich dachte mir, ich mache hier mir so eine kleine Arbeitsecke. Die Simpsons haben ja oft auch hier gewirtschaftet. Besonders Homer hat ja manchmal hier Ideen oder
sonstige Sachen gemacht. Ich will, guck mal, wir haben hier eine Kreissäge, natürlich unsere Werkbänke, einen Schleifstein und einen Amboss. Wer weiß, ne? Also viel Müll war ja auch mal mit bei. Da kann man sich das Ganze auch natürlich hier ein bisschen, sag ich mal, zuplatzieren mit vielen Blöcken, ne, damit das halt auch zugemüllt ist. Homer wollte das ja eigentlich irgendwann mal aufräumen, aber wir kennen ja Homer, der schafft das ja nie. Ja, dann sind wir auch hier mit der Garage fertig und gehen mal weiter. Jetzt ist natürlich der Schritt, dass wir hier ins Esszimmer gehen. Esszimmer, habe ich ein bisschen erstmal überlegt, wie ich mir das mache, aber jetzt so im Endschnitt, wie das geworden ist, hier mit, sag ich mal, Gerüsten als Tisch zu nehmen und dann hier noch zwischen eine Falltür, dann wirkt das Ganze super, weil dann kannst du darauf noch einen Kuchen platzieren, ne? Dann sieht das aus, ob Marci gerade was gedeckt hat, weil ein Besuch wieder kommt oder die Familie will Abendessen, ne? Kann ja auch sein. Ja, dann haben wir hier auch unser Esszimmer fertig und gehen jetzt mal nach oben. Natürlich, was sich da oben denn abspielt, das wissen wir. Hier sind die ganzen Schlafzimmer. Aber bevor wir jetzt hier ein Schlafzimmer nach dem anderen abgehen, gehen wir erstmal hier ganz nach hinten. Denn hier ist natürlich auch noch ein Badezimmer, das oberste. Nö, das ist ein ziemlich großes. Das kriegt man nicht so ganz genau hin vom Format wie bei den Folgen, weil die das ziemlich oft unterschiedlich zeichnen, wo sich das Badezimmer befindet. Ja, wir haben natürlich hier eine schöne große Badewanne drin. Ne, hier ein bisschen Dekozeug kann man sich auch immer platzieren. Ne? Ein schönes großes Waschbecken für zwei Leute. Und natürlich hier auch wieder eine Toilette, ne? Die man nehmen kann. Na, wir machen mal die Klobälle wieder runter. So, dann geht's wieder mal weiter. Und zwar haben wir hier auch noch so eine kleine Abstellkammer. Kann man sich natürlich zuhauen hier mit Kisten. Ich habe extra auch so gemacht. Ich habe darüber mir Stufen platziert, weil unter, also wenn Truhen. Also wenn über einer Truhe eine Stufe ist, kannst du ja die Truhe noch öffnen und dann passt das hier auch super. Also das ist auch so eine kleine Sache, die man sich hier so ein bisschen machen kann. Ja, dann gehen wir mal an die ganzen, oder gucken uns mal die ganzen Kinderzimmer an. Wenn man, sag ich mal, die Treppe hochkommt, befindet sich dann gleich hier auf der Seite das Kinderzimmer von Maggie. Und wir haben ja unsichtbare Blöcke und da kann man sich super mit Zäunen so einen Laufstall hier fürs Kind einfach mal basteln. Wirkt einfach super. Da kann man, habe ich jetzt einfach mal noch so eine Enderperle da so reingelegt. Nur so als Spielzeug vielleicht für Maggie. Ne, und natürlich ganz viele Köpfe, ne, so als Plüschfiguren hier was so ist. Und versucht so ein paar Items zu finden in Minecraft, die, sage ich mal, für ein Kleinkind wären. Ne, so mit Funkelsachen, halt Bälle, halt was glitzert. Ne, vielleicht hier noch so ein kleines Pferdchen. Ja, dann haben wir hier noch so ein ganz typisches Kinderbett. Ne, natürlich hier auch wieder mit Gittern rum, ne, damit Maggie hier auch nicht rauskrabbelt. Und wir haben dann natürlich auch noch einen Wickeltisch, ne? Kennen wir ja bei Maggie. Ne, die hat ja noch Windeln an und Marge muss ja immer zu. Ja, dann haben wir hier Maggies Zimmer fertig. Gehen wir mal auf die andere Seite. Hier haben wir dann Badzimmer. Bei Bad habe ich mir versucht, ja, sag ich mal, auch mal so eine Anlehnung zu machen, so Folge. Viele haben die halt immer nicht drin. Ich habe hier, sag ich mal, so ein schönes Regal gemacht. Natürlich, Bart hat ja auch viel Spielzeug. Was würde zu ihm passen? Natürlich hier, sagen wir mal, ein Schwert. Könnte auch ein Taschenmesser sein oder sowas er hat, ne? Ein TNT-Block, ne? Und Raketen. Halt Feuerwerk, ne? Explosion. Weil Bart spielt das gerne Streiche und von daher passt das ja einfach zu ihm, ne? Diese Items. Natürlich hat er auch hier ein paar Plüschtiere, ne? Warum nicht? Dann hat er hier natürlich noch seinen Schreibtisch mit einem Laptop drauf für die Schule. Aber ich glaube nicht, dass er da wirklich Schule macht. Er guckt sich da bestimmt ein paar HG und Scratchy Folgen an. Und dann haben wir hier natürlich noch so einen typischen Kleiderschrank einfach in der Ecke gepackt. Und dann haben wir hier Badzimmer auch fertig. Dann wollen wir uns mal Lisas Zimmer angucken. Lisas Zimmer ist eigentlich ziemlich ähnlich gestaltet wie Bad. Sie hat natürlich einen größeren Kleiderschrank, ist natürlich klar. Und dann hat sie hier natürlich auch ihren Arbeitsplatz, auch wieder mit Laptop, ne, damit sie auch wieder was für die Schule machen kann. Aber bei Lisa kann man wirklich sagen, die wird das auch wirklich nutzen für die Schule. Ansonsten sehe ich hier gerade, wir haben hier noch, so, und da ihn mal noch hier berichtet, hatten wir noch ein Loch im Boden, naja. So, dann haben wir hier eigentlich Lisas Zimmer auch fertig, ist halt einfach genauso wie Bart so ein bisschen gestaltet. Und dann bleibt uns natürlich nur noch das Zimmer der Eltern, Homer und Marge. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, sag ich mal, wenn man sich, sag ich, Betten nimmt und dann als Kante hinten und an der Fußkante, sag ich mal, Banners nimmt. Das wirkt eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne, das kann man echt nehmen. Cool wäre es noch, wenn die Banners sich verbinden würden nebeneinander, ne? Das wäre super, weil dann hätten wir diese Lücke nicht mehr. Naja, vielleicht kommt das ja noch mit Updates, wir wissen es ja nicht, ne? Jedenfalls haben wir das schöne große Ehebett. Wir haben hier natürlich auch noch, sage ich mal, so einen Schreibtisch, wo Marci sich natürlich schminken kann. Wir haben einen Spiegel dabei, ein Make-up-Kasten ist ja hier. Und dann haben wir hinten noch einfach so einen Schrank für Unterwäsche, wer weiß was, ne? Ja, jedenfalls haben auch die, ja, hat Homer und Marge natürlich auch ihren großen Kleiderschrank, kennen wir ja, der war ja hier gleich, wenn man reinkommt, an der Wand. Und dann haben die zwei natürlich auch noch etwas Luxuriöses, und zwar ihr privates Badezimmer, ist natürlich dann auch hier noch dran. Das ist jetzt nicht so groß ausgeschmückt wie das andere Bad, hier haben sie halt nochmal ihre private Toilette, ihre eigene Badewanne und natürlich auch nochmal hier ein Waschbecken, ne? Ist natürlich ganz klar, kann man gebrauchen. Ja, und dann sind wir eigentlich ja auch schon mit den Schlafzimmern fertig. Das Letzte, was uns natürlich bleibt, ist natürlich hier noch unser Dachboden. Ich kam so auf die Idee, wir haben wirklich sehr viel Platz oben, dass wir wirklich da noch einen super Dachboden uns reinbasteln können.
Ganz einfach auch hier gemacht mit Treppen und Stufen und Falltüren, dass man dann hier einfach hochfliegt. Gut, wenn man jetzt mit Mods oder sowas arbeitet, könnte man natürlich auch so machen, dass die Falltüren und sich nach unten öffnen oder mit Treppen, sage ich mal, dass die dann hier spawnen, dass man dann hochklettern kann. Weil ich nicht so gut mit Commands kann, mache ich einfach hier so in Creative-Mode, dass ich mal hochfliege. Ne? Und dann haben wir hier natürlich unseren großen Dachboden bei den Simpsons. Ich habe mir einige Folgen nochmal angeguckt, um genau zu wissen, wie das aussieht. An sich ist der Dachboden ziemlich verwinkelt. Also er ist ziemlich niedrig, so auf einer Höhe von vielleicht 4 Blöcken, würde ich mal sagen. Denn dieser wird überall auch mit solchen Säulen ausgestattet, mit solchen Pfosten, die, sag ich mal, oder Trägern, die das hier alles nochmal abstützen. Und dann haben wir sie natürlich hier vorne, also haben sie eigentlich auf dem Dachboden ziemlich viel Müll. Ne? Also man kann natürlich sich jetzt hier austoben, was man machen möchte. Man kann ganz viele Truhen und sowas platzieren. Hatte ich auch zuerst gemacht, ganz viele Truhen. Aber ist mir aufgefallen, wenn man zu viele Truhen und Bilder und Gegenstandsrahmen und Banners und alles Mögliche in dieses Haus verwendet und ich habe wirklich, wirklich viel weggebaut von Kisten und Banners und also ich habe wirklich viel weggemacht. Ich habe eigentlich viel mehr mit Rüstungsständern und sowas gearbeitet, aber das habe ich gemerkt, wie das denn leckt eigentlich. Wenn wirklich so viel, wenn ihr das so viel platziert, dann leckt das einfach. Also sollte man das wirklich mal in geringe Mengen setzen, wirklich nur das, wo man meint, okay, das reicht. Ansonsten gibt es ja auch noch andere Blöcke, die man kann. Man kann Fässer nehmen, man kann andere Deko-Blöcke nehmen dafür. Zum Beispiel, man kann ja auch auf dem Dachboden sich einfach mal so ein Ender-Portal basteln. Natürlich sollte das nicht gehen. Einfach nur so, ne, wer weiß, vielleicht wollen die das mal nutzen für eine Folge oder so. Ne, kann man sie einfach machen. Wir sind ja hier in Minecraft. Ja, ansonsten, das ist natürlich unser Dachboden. Der hat auch ein Fenster. Und zwar auf der einen Seite vom Haus, wo oben ja auch noch so ein kleines Dachfenster ist. Kann man ja auch hier einfach mal mit einbauen. Ne? Und auch hier wieder mit Tapete gearbeitet. Ihr seht ja, ich habe ja Baumstämme genutzt. Natürlich die, wo keine Rinde dran ist. Ne, so wie in der Folge ist das eigentlich auch immer gut zu sehen war. Also da kann man sich wirklich austoben, wie man das machen will. So, dann wollen wir natürlich auch wieder runtergehen. Wir machen sicherheitshalber natürlich unseren Dachboden wieder zu. Soll ja keiner hochgehen, der da nicht hoch soll. Und dann sind wir eigentlich schon mit der Haustür fertig. So schnell kann das gehen. Aber eins fehlt ja noch. Und zwar wollen wir uns nochmal den Garten angucken. Der ist natürlich auch noch da. Zack, dann gehen wir noch in den Garten rein. Natürlich hier, sag ich mal, auf unserer Terrasse kann man natürlich grillen. Es gab auch eine schöne Folge, wo Homer so einen Bienenwaben-Honig-Grill hatte. Da konnte da super drauf grillen. Bei der Folge sind wir wohl noch nicht angekommen. Er hatte ja noch diesen Standardgrill. Ich glaube, hier steht bestimmt noch irgendwo drauf, von wem der ist. Oder auch nicht. Ja, dann natürlich hier seine berühmte Hängematte, die man ja kennt, wo er sich mal reinlegt. Knecht Ruprechts Hundehütte darf natürlich auch im Garten nicht fehlen. Sandkasten für Maggie und natürlich auch noch das Baumhaus, ne? Von Bader und Milos. Können wir da eigentlich auch rein? Ich glaube, wir sind schon zu fett. Naja. Ja, jedenfalls das Baumhaus sollte auch dabei sein. Und dann haben wir wirklich hier das Simpsons-Haus fertig. So gut es halt je zur Zeit in Minecraft, ne, sich das halt zu gestalten. Ich hoffe, du bist wie immer zufrieden mit der Folge. Ich habe versucht, das Ganze so gut es geht von den Folgen, sag ich mal, in Minecraft umzuwandeln. Ich kann jetzt eigentlich sagen, bin sehr damit zufrieden. Vielleicht kann man ja irgendwann mal nach 3-4 Jahren, wenn wir noch mehr Blöcke in Minecraft kriegen, das vielleicht noch besser hinkriegen. Aber jetzt ist so der aktuelle Stand, wie man, sag ich mal, das Simpsons-Haus so einrichten kann. Vielleicht ist auch die eine oder andere Idee dabei, wie du dir natürlich das auch selber gestalten kannst. Wie immer bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir hören oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.